lustiger Roboter. Hallo! Heute scheint die Sonne und draußen singen die Vögel. Der Frühling ist gekommen. Es ist sehr warm draußen und ich will in der frischen Luft einen Spaziergang machen. Bis spät abends. Ich werde auch durch die Stadt laufen. Kommt hier mit, Freunde. Oh, was ist das? Was ist passiert? Unfall? Oh, es ist ein schlimmer Unfall. Ich sehe Rauch. Es muss ein großer Autounfall gewesen sein, denn die Feuerwehr löscht immer noch das Feuer. Autos sind bei der Kreuzung zusammengeprallt. Wahrscheinlich fuhr einer zu schnell durch die rote Ampel. Das grüne Auto ist am schlimmsten beschädigt. Es liegt auf der Seite mit kaputtem Scheinwerfer. Die Hauben des gelben und grünen Autos sind in Brand. Hier ist ein Polizeiwagen. Der Unfallort hat Schildern, andere Autos ihn umgehen können. Der Wasserschlauch des Feuerwehrwagens ist am Feuerhydrant angeschlossen. Wasser unter hohem Druck wird auf die brennenden Autos gespritzt. Wow! Sogar der Krankenwagen ist hier. Es sind bestimmt Verletzte und die kommen ins Krankenhaus. Hier seht ihr, wie schlimm der Unfall war. Stellt euch vor, wie das passiert ist. Fahrer müssen beim Fahren sehr vorsichtig sein, besonders an Kreuzungen. Okay, ich fahre weiter. Meine Hilfe wird hier nicht gebraucht. Die Feuerwehr löscht das Feuer und die Polizei kümmert sich um den schuldigen Fahrer. Ho, ich habe seit lange nicht so einen Unfall gesehen. Drei Autos prallten so stark zusammen, dass es einen Feuer gab. Genau wie im Film. Das Feuer, die Polizei und sogar einen Krankenwagen. Der Verkehr wird für mindestens den halben Tag verhindert sein, bis Abschleppwagen die Autos abschleppt. Oh, was ist dieses Geräusch? Polizeisirene? Was ist das? Kommen Sie vom Unfall? Komisch. Der Polizeiwagen ist hinter mir. Warum? Was kann das Problem sein? Ich halte mich an die Regeln. Okay, ich halte sofort an, um herauszufinden, was los ist. Ich habe bestimmt nichts Schlimmes gemacht. Ich bin nur von der Kreuzung, wo der Unfall passiert ist, weggefahren. Keiner wurde angefahren oder überfahren. Aber die Polizei hielt mich an. Also müssen sie einen Grund haben. Lieber Andy, du solltest beim Fahren mehr aufpassen. Ich weiß nicht, was dich abgelenkt hat, aber innerhalb weniger Minuten hast du zwei Verkehrsregeln gebrochen. Erstens bist du durch eine rote Ampel gefahren, was sehr schlimm ist und eine große Strafe hat. Zweitens bist du geradeaus gefahren, obwohl das Schild anzeigte, dass du rechts abbiegen musst. Solche Verstoße gegen die Verkehrsregeln können schwere Unfälle verursachen. Jetzt schreibe ich dir einen Strafzettel. Du solltest auf Straßenschilder aufpassen, wenn du fährst. Hallo, Herr Polizeibeamte. Es tut mir leid, dass ich diese große Fehler gemacht habe. Den Unfall, den ich gesehen habe, hat mich abgelenkt und habe die Ampel nicht gesehen. Selbstverständlich werde ich die Strafe zahlen. Und ich werde vorsichtiger fahren. Seht ihr, Freunde, wie wichtig es ist, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Ihr solltet euch immer an die Regeln halten. Hallo, Freunde! Heute fahre ich einen blauen Lieferwagen in die Stadt. Nein, macht euch keine Sorgen. Mein Lieblingsauto ist nicht kaputt. Ich brauche nur ein Auto mit einem großen Kofferraum. Ich repariere seit Tagen in meiner Garage das Auto meines Freunds. Er hatte einen schlimmen Unfall und braucht viel Arbeit. Ich muss in ein großes Warenhaus, um die Teile zu kaufen. Ich bin in wenigen Minuten in der Stadt. Hier ist das Warenhaus.
Es ist wirklich groß. Schaut euch die viele Kisten beim Eingang. Ich hoffe, ich finde alles, was ich brauche für das Auto. Gehen wir rein. Wow! Unglaublich, wie viele Waren hier sind. Alle Regale sind voller verschiedener Autoteile für verschiedene Autos. So, was brauche ich? Einen Fahrersitz. Ah, hier ist einer. Eine Seitentür. Hier. Scheibenbremsen. Gut. Zündkerzen für den Motor. 3 Stück. Lenkrad. Hier. Einen Kühler für den Motor. Eine Batterie. Super. Glühbirnen für die große Scheinwerfer. Stoßdämpfer für die Vorderräder. Einen Auspuff. Felgen für die Räder. Reifen. Und Motoröl. Alle Teile kommen auf das Laufband und kommen dann in eine große Kiste. Ja, so viele Teile. Ich hoffe, diese Kiste ist groß genug. Also, die Kiste ist voll und wir machen sie zu. Aber wir haben ein Problem. Sie ist nun zu schwer. Was machen wir? Ich kann keiner um Hilfe bitten. Ich kann es alleine nicht ins Auto laden. Oh, ich habe eine Idee. Wir können den Gabelstapler benutzen. Genau. Und hier ist er. Freunde, wisst ihr, was ein Gabelstapler ist und wie er funktioniert? Ich erzähle es euch. Ein Gabelstapler ist eine Art von Fahrzeug, der meistens in Warenhäusern benutzt wird. Er ist notwendig, um Ladungen zu laden oder abzuladen und um sie zu transportieren und zu lagern. Er hat eine eiserne Gabel, der die Ladung trägt. Er verwendet kein Benzin, sondern Strom. Schaut, wie die Gabel hoch und runter geht. Jetzt geht sie runter und wird unter der Kiste gefahren. Die Gabel hebt die Kiste und lädt sie ins Auto. Oh, sie ist so schwer, dass das Auto senkte unter sein Gewicht. Hurra! Fertig! Wir haben einen langen Weg vor uns und müssen langsam fahren, weil wir eine schwere Kiste haben. Cool, dass der Gabelstapler uns geholfen hat. Also Freunde, wir haben heute viele interessante Sachen gelernt, den Warenhaus für Ersatzteile besucht, einen Laufband und Gabelstapler gesehen. Ich fahre jetzt in meine Garage. Bis bald, meine Freunde. Ciao. Hallo Freunde, wie geht es euch? Heute muss ich in eine andere Stadt fahren. Kommt ihr mit mir? Ich habe eine wichtige Aufgabe. Ich muss einen Evakuator auf eine Baustelle bringen. Es ist nicht weit, aber mit so einer schweren Ladung wird es länger dauern. Hier ist der LKW, der den Plattform ziehen wird. Wir transportieren den Bagger darauf. Die Rampe geht runter, sodass der Bagger hochfahren kann. Der Bagger ist geladen. Wir können jetzt losfahren. Fahren wir los.
Wir fahren langsam um die Stadt herum. Für ein LKW wie unserer ist das Tempo beschränkt, vor allem wenn wir im Stadtbezirk fahren. Wir müssen erinnern, dass die Straßen in der Stadt eng sind. Typischerweise haben sie zwei Spuren. Eine Spur für jede Fahrtrichtung. Außerdem sind in der Stadt viele Fußgängerübergänge, wo wir anhalten müssen, also müssen wir langsam fahren. Wie ich sagte, einen Fußgängerübergang. Schaut, die Ampel ist rot und da ist ein Schild, das Stopp für Fahrzeuge anzeigt. Seht ihr, da ist ein blaues Schild mit einem Mann, der läuft. Ein Schild, das einen Fußgängerübergang ansagt. Hier ist ein dreieckiges Schild, das Fahrern warnt, dass sie andere Fahrer die Vorfahrt geben müssen. Und die Ampel für Fahrzeuge ist jetzt grün. Los! Wir sind durch eine Kreuzung gefahren. Da fing die enge städtische Straße an. Schaut, es sind nur zwei Spuren mit einem Bürgersteig für Fußgänger auf der rechten Seite und Parkplätze auf der anderen Seite. Oh, der Krankenwagen ist in Eile. Er hat seine Lichter und Sirene an. Er ist auf dem Weg, um jemandem zu helfen und wir müssen ihm die Vorfahrt geben. Also, wir verlassen jetzt die Stadt. Jetzt können wir schneller fahren. Die Straße ist hier viel breiter. Seht ihr? Sie hat drei Spuren auf jeder Seite. Das ist eine besondere Straße, die zwei Städte verbindet. Diese Art Straße nennt sich Autobahn. Wir können schneller fahren. Oh, schaut! Da ist eine Überführung. Wir fahren unter sie. Eine Überführung ist wie eine Brücke. Der Unterschied ist, dass Brücken über Wasser sind und Überführungen über Straßen. So können Fahrzeuge in andere Richtungen fahren und Staus verhindern. Da links ist die Verkehrspolizei in das blaue Gebäude. Die Polizei sorgt, dass Fahrer sich an die Regeln halten und sorgt dadurch für Ordnung auf die Straße. Typischerweise sind sie vor Städte stationiert, um sicherzumachen, dass Fahrer nicht zu schnell fahren. Okay, wir sind wieder in der Stadt. Hier sind breite Straßen und wenig Verkehr, also können wir ohne Probleme und Verhinderungen fahren. Das ist eine neue Stadt und die Straßen sind breiter. Die Straße hat vier Spuren und Schilder mit Pfeile und geben Anweisungen an. Fahrer, die recht abbiegen wollen, müssen die erste Spur benutzen. Die Schilder erklären alles. Es wurde mir gesagt, dass die Baustelle am Rand des Stadtes ist. Da soll eine große Fabrik auf der rechten Seite sein. Und danach müssen wir rechts abbiegen. Wir werden bald da sein. Wir fahren wieder unter noch einer Überführung. In große Städte haben sie viele Überführungen, um Staus zu verhindern. So, das ist ein Fußgängerübergang und die Ampel ist rot. Wir stoppen. Merkt euch das oberste Schild, Freunde. Der gelbe Rhombus meint, dass es eine Hauptstraße ist. So, die Ampel ist grün. Fahren wir los. Hier rechts abbiegen. Schaut, an der Instrumententafel blinkt der grüne Pfeil. Abbiegen. Irgendwo hier muss die Baustelle sein, wo wir den Bagger abliefern müssen. Auf der rechten Seite ist die Fabrik und da ist die Einfahrt für die Baustelle. Jetzt wird das Tor geöffnet. Endlich sind wir am richtigen Ort. Um ernst zu sein, bin ich ein wenig müde. Alle Arbeit hört hier auf, während wir auf den Bagger warten. Also Freunde, wie hat euch unsere Reise gefallen? Es war interessant, von Stadt zu Stadt zu fahren.
Wir haben viele Straßenschilder gesehen, haben über die Autobahn gelernt und der Unterschied zwischen Brücken und Überführungen. So, wir haben einen guten Job gemacht und brachten den Bagger zur Baustelle. Ich habe einen LKW gefahren. Es hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen! Es regnet den ganzen Tag. Weil das Wetter schlecht ist, ist Handy Andy in seiner Garage und bastelt etwas. Besuchen wir ihn und sehen wir, was er macht. Hallo! Es regnet seit heute Morgen und ich bin sicher, dass es nicht aufhören wird. Ich bleibe deswegen zu Hause und räume meine Garage auf. Es haben sich so viele verschiedene Fahrzeugteile angesammelt, dass ich für alles keinen Platz mehr habe. Ich habe mir die guten Teile ausgesucht und sie in diese Kiste gelegt. Wollt ihr sehen, was ich da drin habe? Wenn ich mir die Teile ansehe, glaube ich, dass ich was Neues zusammenbasteln kann. Versuchen wir es. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Fangen wir an. Das erste, was ich sehe, ist einen Rahmen. Es erinnert mich an etwas. Okay, machen wir weiter. Oh, und das ist ein Rad. Sogar im guten Zustand. Befestigen wir es vorne auf den Rahmen. Hier ist noch einer. Es ist das Hinterrad. Wow, das ist die Scheibenbremse. Der kommt hinten und noch einer für vorne. Wow, ich habe einen Kotflügel für das Hinterrad. Es ist nagelneu und schützt den Fahrer vom Schmutz und Steine, die vom Hinterrad geschleudert werden. Und was ist dieses schwarze Teil? Oh, der Sitz! Schaut, das ist der Benzintank. Er ist hervorragend. Ah, ein Stoßdämpfer für das Hinterrad. Es ist fantastisch. Freunde, ahnt ihr schon, was es sein wird? Nein? Also weiter. Super! Hier ist noch ein Kotflügel für das Vorderrad. Der Fahrer braucht Schutz, besonders wenn er schnell fährt. Und was ist dieses Teil? Oh, es ist ein großer Scheinwerfer. Er ist sehr wichtig, wenn man abends im Dunkeln fährt. Sonst kann man nichts auf der Straße sehen. So, vielleicht das wichtigste Teil, der Motor. Es ist nicht ein normaler Motor, sondern einen sehr starken Motor. In der Kiste haben wir noch zwei Auspuffe. Die brauchen wir unbedingt. Und einen Kühler. Es stellt sich fest, dass sich in meiner Garage sehr viele gute Teile befinden. Das Wichtigste ist für sie Anwendungen zu finden. So, im Kasten ist noch etwas Großes. Wow! Es ist eine Lenkstange. Schaut euch den Tachometer an, der die Geschwindigkeit anzeigt und die Tankanzeige, der den Benzin anzeigt. Und der weiße Knopf ist für die Hupe. Der schwarze Hebel ist für die Bremsen. Ja, es ist wie ein Traum. Und da ist der Rückspiegel. Der Kasten ist leer. Wir haben alle Teile benutzt. Schaut euch an, was wir haben, Freunde. Ja, es ist ein Motorrad. Nicht nur ein schönes Motorrad, sondern ein echten Harley Davidson. Das Hinterrad ist fast zweimal so breit als das vordere. Es ist großartig. Ich träume seit ewig für so ein Motorrad. Heute lasse ich es in der Garage. Das Wetter ist nicht für Motorräder geeignet. Aber morgen wird es hoffentlich sonnig sein. Dann kann ich meinen schönen Harley Davidson starten und wegfahren. In der Zwischenzeit entspanne ich mich ein wenig. Ich habe ja den ganzen Tag die Garage aufgeräumt. Danke, dass ihr mich mit meinem Motorrad geholfen habt. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Es war sehr interessant für mich. Hoffentlich euch auch. Auf Wiedersehen, Freunde! Hallo, Freunde! Erinnert euch, dass ich mit dem Zug gefahren bin? So. Das Wochenende ist vorbei und ich muss wieder nach Hause. Ich habe mich entschieden, zurückzufliegen,
weil es viel schneller sein wird. Ich bin gerade am Flughafen. Es ist so cool hier. Ein elektrisches Auto bringt das Gepäck zum Flugzeug. Hier ist ein Flugzeug mit Propeller. Schaut, da ist ein Auto mit seinen blinkenden Lichtern. Es sind Flughafenarbeiter, die die Flugzeuge versorgen. Da ist ein Tankwagen mit Treibstoff für das Flugzeug. Und da ist eine spezielle Zugmaschine für Flugzeuge. Während ich auf meinen Flug warte, werde ich euch ein wenig über Flugzeuge erzählen. Erstens über den Airbus, mit dem ich fliegen werde. Dieses Flugzeug hat 4 Düsentriebe. Es kann über lange Strecken fliegen. Die Räder am Flugzeug heißen Chassis und sie klappen zusammen beim Abflug und klappen auseinander bei der Landung. Er hat 2 Passagierdecks, wo mehr als 500 Passagiere reinpassen. Es gibt auch Turboprop-Flugzeuge. Sie tragen meistens Güter. Dieses Flugzeug hat Turbinen, die das Flugzeug durch die Luft treibt. Boah, hier ist ein Kampfflugzeug. Er ist sehr schnell und in Kriegen benutzt. Diese Flugzeuge sind nicht für Passagiere. Flugzeuge waren früher anders. Sie waren nicht so schnell wie moderne Flugzeuge. Zum Beispiel das Doppeldeckerflugzeug. Es hat 2 Flügel, die übereinander sind. Vorne ist ein Propeller und die Chassis klappen nicht zusammen. Diese Flugzeuge flogen nicht so hoch, weil die Kabinen offen waren. Oh, ich habe gerade eine Ansage über meinen Flug gehört. Er fliegt bald ab. Ich muss meine Freunde finden, mich einchecken und meinen Boarding Pass holen. Schaut, ich bin jetzt im Flugzeug. Wir sind schon in der Luft. Es ist so interessant, aus dem Fenster zu gucken und sehen, wie wir über Städte fliegen. Ich kann unten die Straßen und Häuser sehen und die Wolken. Ich liebe es. Man sieht sich bald, Freunde. Ciao! Danke, dass du dir unseren Trickfilm angesehen hast. Bitte wähle, was du dir jetzt gerne anschauen willst. Wir haben sehr viele interessante Trickfilme.